Oh, willkommen zu Path of Exile. Den nächsten Run. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier die überhaupt noch rennen können. Oh, das wird hier ein bisschen. Ja, ob ich 78 da gut aushalte. Die machen da eigentlich schon ganz gut Damage. Bist du überhaupt hoch genug vom Level? Ja, anscheinend. Sonst könnte ich ja nicht aktivieren. Okay. Oh, shit. Hä, was machst du denn da? Hallo? Mal hier nicht übertreiben. Bin wieder zurücklaufen. Sind hier doch kein Angsthase. Manchmal nur, aber nicht jetzt. Heute nicht. Oh, da gab es ja schön was zum Aufheben. Ja, deswegen sollte man sein Inventar auch leeren. Wegen sechs Links und so. Sollte man eigentlich am besten nach jedem Run machen. Ah, vor allen Dingen, wenn man hohe Levels ran, ne? Aber wie gesagt, sechs Links droppen halt auch in niedrigen Stufen, ne? Also es muss jeder selber wissen. Man sollte einfach nicht zu viel Crap halt noch herumfliegen haben. Sonst bereut man das, was man da nicht alles mitnehmen kann. Puppen aufstellen. Oh, was ist hier denn alles? Heben wir auf. Ah, ein bisschen sich heilen. Da springen wir auf. So, jetzt müssen wir noch hier lang. Ich will aber da lang. Wie, ach so. Warte mal. Man erkennt das hier immer nicht so gut, wo man langlaufen kann. Hier in der Mitte kann man doch durchlaufen. Und das nehmen wir mit, weil es hier gerade so schön da liegt. Boah, Heiltränke rein. Ja, ich meine, Heiltränke. Ja, Tränke. Ja, sind nicht unbedingt Heiltränke. Okay. Das sind Clown. Okay, das sind Billig-Crap-Sachen. Die Axt sagt mir ja mal gar nichts. Aber man braucht so wenig Decks, das kann nur so ein Anfangsding sein. Das ist definitiv keine fortgeschrittene Waffe. So, jetzt können wir da in der Ecke das noch stehlen. Also nicht direkt das anquatschen, sondern das. Aber ich glaube, im Nachhinein kannst du es nicht mal angraben, ne? So, jetzt mal aufpassen, weil das eine Zeug hier in der Mitte ist. So, und jetzt grab mal. Okay, ah, wir haben sogar Alert ausgelöst. Ja, komm, komm. So, jetzt hier. Boom. Ah, und die machen hier auch Minen. Okay, gut zu wissen. Dass man da nicht in deren Minen rennt. Die machen immer schön Aua. Vor allen Dingen, wenn die nicht in dem Moment schlagen. Speedy B, Speedy Bo. Schnellste Maus von Mexiko. Okay, hier alles aktivieren. Boom, auch schneller rennen. Tränke reinhauen und boom, gib ihn. Ja, sich ein bisschen vorbereiten. Vom Schaden machen. Ich meine, wenn wir hier gerade nicht so aushalten wie ein Waldmeister. Oder Waldmeister? Scheiße, ich meine Weltmeister. Naja, obwohl Waldmeister schmeckt auch gut. Voll versprochen, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber tatsächlich habe ich schon lange nicht mehr getrunken, Waldmeister. Wie komme ich jetzt darauf? Ah, oh, der macht hier einen Damage Bell. Kann man nicht aufheben? Wow. Ich will das aber aufheben, weil. Oh Mann, oh. Sechs Link opfern, aber das ist eh Crap. Ja, okay, so. Zieh den Stuff an, so, geht doch. Und jetzt.
Okay, wir hatten auch nicht alle Tränke aktiv gehabt. So, jetzt aber. Na, wollt ihr unbedingt so dringend kämpfen hier, oder was? Ja, dann droppt hier auch nochmal was Gutes. So, ein bisschen Heiltränke. Ach, Tränke. Okay, da lagen gerade Minen. Oh, hier ist der Feuerball. Schnell heilen. Jo. Hier ist gerade die Party los. Hier ist gerade die Party los. Ja. Langsam rusten die hier richtig aus. Diese Typen. Tschüssi. Oh, warte mal. Ein bisschen hier noch weg. So. Hm, hier ist ja auch noch einer. Was macht der denn hier? Der löst Alarme aus, obwohl der Alarm schon längst ausgelöst ist. Diese komische rote Welle. So. Ja, erstmal die 6 Links verkaufen, ne? Weil wir müssen hier da oben auch mit einem reden. Das weiß ich, was der. Ja, das identifiziere ich nicht. Das ist ein 6 Link-Vieh. Okay. Hau weg den Stuff. Okay. Haben wir nicht, okay. Machen wir das gleich. Was ist denn hier eigentlich hier mit Level 31? Okay, Crit-Schanze ausweichen. Das ist so ein Mittelding für den Anfang. Kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen, dass man das auch irgendwie kombinieren kann für höheres Level. Ah, hier sind auch keine Resi und keine Live drauf. Und das hat nicht mehr eine Level-Anforderung. Kann also nicht wirklich gut sein. Sonst nicht für über Level 75. Okay, Charakterlevel 1 höher. Für die anderen, die habe ich ja kaum gelevelt. Okay, das lasse ich drauf. Es sind nicht die besten Modifikatoren. Aber der Charakter ist wenigstens ein Level höher. Und ich wette, dass ich den Charakter, der da steht, Level 1 oder 2 habe. Höher ist es so oder so nicht. Der welcher? Okay. Nifels und Nett. Okay, wo sind die denn? Da ist der eine. Hier. Ja, der kann das ja nicht mehr tragen. Level 3. Muss mal aufbewahren. Ja, so langsam wird's hier voll. Warte mal. Dieses Zeug wollte ich einfach mal so identifizieren. Um zu gucken, was da so rauskommt. Aber wir wollen hier ein bisschen Ordnung haben. Nicht hier wie unser Paradebeispiel, ne? Ja, das nennt man einsortieren. Okay. Passt schon. Geht auch noch schlimmer, glaube ich. Ui, der ist schon Level 5. Der hat ganz schön gearbeitet, ey. Der muss auch mal Urlaub kriegen. 68, aha. Wenn ich jetzt hier reingehe, höher oder was? Naja, ab hier steht er schon. Ich dachte erst, man da reinrennt, aber gut. Aber jetzt müssen wir hier natürlich auch gut aufpassen, weil die drücken uns hier ordentlich rein. Ist ja noch eine Stufe höher als vorher und das war da auch schon, ja, manchmal ganz schön knapp, ne? Mit Verrecken und so. Ja, willst du einfach auf mich schießen, ey, ne? Wenn ich hier bei der Tür stehe. Okay, das nehmen wir mal mit. Erstmal Puppen zur Sicherheit. Ah, okay. Ist jetzt mal kein guter Loot. Davon habe ich eigentlich genug. Ich schaff's gar nicht, die Contracts fertig zu machen, weil ich lese mir das meistens auch nicht. Oh. Warte mal, hier waren diese Alarmfreaks. Oh, hier ist ja schon wieder so ein Alarmding. Ach, das Alarm. Der Alarm geht hoch. Oh, okay, verstehe. Ja, bin hier nicht gerade so gut hier drin, ne? Komm, knack auf den Staff. Okay, da oben ist ja schon das Ding zum Stehlen. Ah, ein bisschen hier. Puppen zur Sicherheit. Ach, wir können es doch. Ich dachte schon. Okay,
Okay, gab's so einen Ring. Ah, geh doch mal hier weg, du Gegner. So, können wir noch das hier stehen? Ja, okay. Eine Sache sollte wohl noch gehen, oder? Ja. Okay, 6 Link, verkaufen wir einfach Zeug. Ist korruptet, aber trotzdem, wir verkaufen es einfach. Okay. Killen die alle, weil die rennen uns nachher hinterher. Und wollen die auch loswerden. Naja, ist ja sowieso die nächste Tür, die würden uns so oder so hinterherlatschen. Oh, der Typ ist auf jeden Fall gleich hohes Level, ey. Ich hatte vor der Tür keine Tränke, konnte ich nicht aktivieren, weil ich nicht voll genug hatte. Da muss man auch mal bedenken. Und da hat man ja auch gerade in dem Moment dann auch nicht so viel Schutz und vor allen Dingen Damage, ne? Das ist das ja auch. Dann leben die ja länger und dann können die auch jeder irgendein Zeug reinhauen. Aber wir haben es überlebt. Jo, super. Das ist die Hauptsache, auch wenn wir hier ein bisschen komisch mit dem Alarm gelaufen sind, aber das war ja so eine halbe Alarm, Stealth, Trigger, Geschichte. Ja. So, dann gucken wir jetzt hier mal. Ja, ist korruptet, ach so. Ist das hier was wert? Nope. Das ist auch nichts wert. Okay. Ja, ich wollte nur dazu sagen, also zu Payoi Overlay, na, also kommt nicht auf die Idee, Makros zu nutzen. Makros zu nutzen hier, was weiß ich, wenn ich Taste Q drücke, drückt er in Wirklichkeit all diese anderen Tasten auch noch. Macht euch solche scheiß Makros nicht. Das greift direkt ins Game ein und ist auch eine Art Cheaten. Dafür werdet ihr gebannt, ne? Also fürs Overlay nicht, weil das erstens nutzen das Tausende von Leute nutzen das. Und das ist halt einfach auch nur nachschlagen, ne? Nachschlagen. Also ob du jetzt in den Browser gehst, ne? Und das registrierst den Gegenstand. Ja, das haben wir auch ganz Zeit vergessen, das mal überhaupt mal zu upgraden, sorry. Ja. Hab ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. So, jetzt würde ich sagen, den Contract können wir ja noch nicht machen. Any, ja, jeder. Warte, wie hieß denn dieser Typ hier, den wir gerade gemacht haben? Mal kurz nachdenken. Der war das nicht. Einmal kurz gucken. Level, nee, der war das nicht. Hä, welcher war denn das? Der hier? Okay, der könnte das auch tragen. So, gut, dass wir die hier in der Ecke haben. Was steht hier? Grants, Level 15. Okay. Gibt halt einen extra Skill. Kann sich besser verteidigen. Ja, und lassen wir den das an. Aber ich habe eigentlich den Level 5er gesucht. Welcher ist das denn hier von? Oh, der ist auch Level 4. Ah, der hat auch was Gelbes an. Nochmal einfach so überprüfen, ne? So. Das kriegen wir. Wo ist es hin? Das kriegen wir ja noch nicht fertig. Weswegen war das nochmal? Ich glaube Level, ne? Das war doch das Problem. Ah, warte mal, das wollen wir nachher einlagern. Ah, können wir doch rein. Hatte der jetzt Level up oder so? Ja, ist ja super. So, und gleich hier einlagern. Ah, wenn wir schon einlagern, dann auch das. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich alter Opa. Okay.
Einmal kurz die Karte angucken. Ui, 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 okay. Da oben ist da auch. Also da oben ist das Ding ja. Hier ist was. Da mal schauen. So. Immer nicht vergessen, Rage zu aktivieren. Sinkt die Tante hier, ey. Blumen darfst du jetzt aber nicht erwarten dafür. Junge. Dachte schon, ja. Alles Gute kommt von hinten. Boom. Okay. So, erstmal die Türsteher weghauen. Oh ja, ein paar Karten. Ja, komm, erstmal hier nochmal wieder Puppen. Ui, ja, da ist ja so ein Boss. Den haben wir um, weil der geht uns dann sonst nachher richtig auf den Sack. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Was ist das? Brust, ja. Haben wir überhaupt nur so viel Platz? Ja, okay, reicht noch für Kleinkram da unten. Ja, nehmen wir mit. Wer weiß, was hier noch droppt. Schmeiß ich sonst raus, wenn da was Besseres auf dem Boden liegt. Ich müsste eigentlich auch mal ein bisschen Alert auslösen. Aber wir gucken erstmal, was die Geschichte hier oben kostet. Hier aktiviere ich die Tränke, wenn hier so ein dicker Boy kommt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das würde ich gerne weghauen. Das ist ja hier so magisch verbessert. Da könnte was Sinnvolleres rauskommen. Oh, warte mal. So, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Dann passt das hier noch für was Dickeres. Nochmal einmal gucken. Okay. Da unten in der Ecke ist noch was mit Alarm. Na, immer diese Türen, ne? Also echt schlimm, wie viele Türen es hier gibt. Oh, ein bisschen hier heilen. Auf jeden Fall auch mal Rage wieder nachaktivieren. Ja, okay, das kostet doch ganz schön Alarm. So, ne. Oh, schön Deckkarten. Hab mir schon gedacht. Was waren diese Dinger, die hier dieses komische Zeugs gemacht haben? Mich schon gewundert. Okay, ja. What the heck? Also, hä? Das war jetzt irgendwie ein bisschen skurril. Warte mal. Ja, ist ja gut hier. Wir können das hier noch einfach öffnen. Ja, jetzt muss da natürlich hier einen so ein Bongo mich hier, ne? Mich jetzt hier noch so blöd nerven. Genau dann muss natürlich einer bei einem stehen, ne? Ah, mit seinen komischen Blitzdubels. Oh, mal kurz hier sich wegteleportieren mit der Smoke Mine und komm her. Okay, den Ring nehmen wir mit. Ah, wir können sowas gar nicht mehr tragen. Wie sieht's denn hier aus? Oh, voll. Ja, wie sieht's denn hier aus? Ja, wie sieht's wohl hier aus? Überladen. Oh, Reduce Alert, Viecher. Okay. Ja, erstmal die. Oh, Jesus, falsche Karte. Nicht deswegen jetzt ja auch noch sterben. Oh, was machen die denn gerade für einen Schaden, ey? Was ist denn das? Blitz meins oder was? Ach du Boy, hast mir höchstwahrscheinlich den Schaden reingehauen. So, jetzt weg mit euch. So, rausschmeißen. Aufheben. So, jetzt auch mal hier wieder Hatred. Rage aktivieren. Oh, ich kann schon nicht reden, weil ich mich hier nebenbei noch konzentriere. Oh, hier ist ja richtig was los. Tü, 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 tü. Da war halt auch noch so ein Boss.
Jesus, macht das an Schaden. Wer macht hier denn hier diesen Oberdamage eigentlich? Ah, hier ist irgendwie so ein Typsy-Boy auch. Ah, okay, den haben wir jetzt umgehauen. Ja, sind auch überall Jumper hier. Das ist dann immer so ein Instant-Damage. Ne? Jump nicht an, kriegst dann immer richtig geil was in die. Wisst schon. Wer macht denn hier wieder diesen Superschaden? Ne? Das sind diese speziell Security-Boys. Die hauen mir hier richtig rein. Ah, ich will hier nicht unbedingt noch kurz vorher failen. Deswegen arbeite ich ein bisschen mit der Smoke Mine. Das sind ja auch irgendwelche anderen Werte. Ich gucken uns das auch gleich einmal an. Ich weiß jetzt auch nicht mal alles auswendig. Ja, laufen ist auf jeden Fall. Ne? Wir kriegen nicht die Smoke mal mehr laufen, aber auch noch irgendwelchen anderen Kram. Puh, das war jetzt anstrengend für mich, ne? Dafür, dass der Char so dementsprechend aushält. Puh, ja, das war anstrengend. So, jetzt mal hier gucken. Okay, haben wir. So, dann wollen wir mal identifizieren. Okay. Oh, das hat Life, aber keine Resi. Aber Projektil-Damage. Müssen wir jetzt mal gucken. Ja, Resi kann man ja noch draufzaubern, ne? 2020 oder so. Okay, hier haben wir Resi, die ist das. So. Any Job? Jetzt hier mal schauen. Oh, nicht hier rein. Oh ja, super nice. Das kann der Boy hier tragen. Den, ja, okay. So, jetzt müssen wir auch schauen, was hier wert ist. Es backt immer gerne mal. Ja, wie man hier sieht, ne? Backt immer sehr gerne rum. Aber 5 sollte es wert sein. Da ja unsere zwei Mini-Viecher ja schon voll sind wie sonst was. Klatsche ich das ja immer hier rein. Muss nochmal überprüfen, welche war das. Ja, einfach hier einmal klicken, wenn das so buggt. Okay, 5. Noch ein bisschen noch besser einsortieren. Ich glaube, hier ist noch ein bisschen Platz. So. Das ist bestimmt nichts wert, aber wir können es ja mal nachschlagen. Einfach so. Okay, auch nichts wert. Was denn hier mit? Das ist so viel wert. Echt jetzt? Ja, dann würde ich doch sagen. Hä, wieso ist das so viel wert? Gehen wir mal auf. Ja, damit wir es auch irgendwann mal vielleicht in 10 Jahren loswerden. 25 Chaos, mal schauen. Was ist denn hier mit? 2 Chaos machen wir mal. Ja, mal gucken, ob es überhaupt jemand kauft. Vielleicht so ein Anfänger, ne? Der irgendwie Resi braucht oder so. Der kann es dann auch gebrauchen. Wenn er am Anfang da irgendwie ein paar Schuhe braucht mit Resi, die haben jetzt kein Lauftempo. Kann es aber auch noch draufzaubern. Vor allen Dingen gibt es da ja auch mehr Mana, ne? Also mittelmäßig live. Okay, Intelligenz, wenn er die braucht. Für sein Dings ist das schon nice zu haben. Da hat er mehr Mana, hat er 2 Resistats und kann dann noch Lauftempo draufhauen. Und was sind schon 2 Chaos, ja? Für jemanden, der gerade neu da levelt auf Level 60 oder 55 sich befindet. Weiß jetzt nicht, welche Anforderungen das jetzt hatte, aber. Vom Level, aber. Ja, wenn es keiner braucht, wird es dann auch irgendwann zerschrottet, ne? Ganz einfach. So. Ah, hier bei den Ringen haben wir noch gar nicht geguckt, aber die sind alle crap. Kann man auch noch weghauen. Hab ich das gar nicht richtig gesehen, dass da sich noch was verbirgt. So, eben einsortieren. Und dann haben wir auch keine Contract Runs mehr, ne? Können wir hier nochmal ein bisschen die Kartendecks rechtsklick, linksklick. Gucken, ob wir da was Wertvolles haben.
Glaube ich aber nicht. Okay. Ja. Da ist auf jeden Fall jetzt nichts irgendwie großartig Besonderes. Nurse, blau geschrieben. Und Doktor, blau geschrieben, Karte. Die sind meistens gut was wert. Müsste halt hier so schauen, ne? Aber da wir ja jetzt keine Contracts mehr haben von den. Oh doch, wir haben hier noch einen. Was ist denn mit dem Contract denn? Ja, zu niedrig vom Level, okay. Ja, das war ja da dieser eine Contract. Oh, Moment mal, hallo. Würde ich auch gerne wieder mitnehmen, ne, wenn es geht. Danke. Okay, das war's dann erstmal mit diesem Run.